Ja, mit der Abstimmung im Mai zum Vierfeld-Mittelfeld handelt es sich um einen letzten grossen Meilenstein vor der Realisierung. Wir holen einen Kredit für die Erschliessung und für einen neuen Stadtpark. Gleichzeitig wollen wir das grüne Licht, dass wir die Zonen dort oben im Baurecht abgeben können. Es entstehen rund 1100 Wohnungen, mindestens die Hälfte davon sind genossenschaftlich.